Hallo zusammen, Maya 3007 hier und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den Februar 2022. Ein Lesemonat, mit dem ich zufrieden bin, denn ich konnte insgesamt 5 Bücher beenden. Ja, das ist der Stapel. Ich habe mich auch großteils an meine Want-to-Read-Liste gehalten, die ich mir Anfang des Monats gesetzt habe. Und ich werde euch auch in diesem Video auch wieder informieren, wie es bei mir bei der Reiselust-Challenge ausschaut. Das ist ja eine Challenge, wo ich dieses Jahr mitmache, wo man für jedes Land, das man bereist, eine verschiedene Anzahl von Punkten bekommt. Da stehe ich ja aktuell bei 14 Punkten. Als Jahresziel habe ich mir so die 150 Punkte circa ausgerechnet. Mal schauen, ob das dann klappt. Los ging's bei mir mit Harald Schneider, ordentlich gemordet. Der neue Fall für Rainer Palzki. Palzkis Chef KPD, sprich Klaus-Pierre Diefenbach, will unbedingt den goldenen Ankerorden verliehen bekommen. Es ist die höchste Auszeichnung im Ludwigshafener Karneval. Und er beauftragt Palzki, unbedingt eine Büttenrede zu schreiben. Natürlich mit ganz speziellen Anforderungen, wie man KPD halt so kennt. Und er hat auch einen riesigen Fastnachtswagen in Auftrag gegeben. All das wäre nicht so schlimm für Palzki, doch KPD schleppt ihn mit auf verschiedene Fastnachtsveranstaltungen. Aber auf jeder Veranstaltung passiert dann wieder mal ein Mord. KPD ist Palzki natürlich wieder mal keine große Hilfe, aber der nimmt trotzdem die Ermittlungen auf und kommt ziemlich verwirrenden Dingen auf die Spur. Ich muss sagen, wieder ein sehr unterhaltsamer, aber nicht das beste Buch der Palzki-Reihe. Da haben mir andere noch besser gefallen. Vor allem KPD fand ich diesmal sogar ein bisschen nervig teilweise mit seinen Eskapaden und Aktionen. Wie gesagt, nicht ganz mein Geschmack diesmal. 3 Sterne hat das Buch von mir bekommen. Aber ich fand es schön, dass alle alten Bekannten wieder dabei waren. Der Notarzt Metzger und auch der Student Dietmar Becker war natürlich wieder mit von der Partie. Und auch viele, viele Lebendrollen. Da ist ja Harald Schneider bekannt dafür. Viele Personen, die in seinen Büchern mitspielen, die gibt es auch im realen Leben. Ich selbst durfte ja auch schon mal so eine Lebendrolle bekleiden. Das war vor einigen Jahren, da gab es in einem Buch quasi einen bayerischen Parkplatzwächter namens Daniel Mayer. Ja, das war eine coole Aktion damals, dass ich da dabei war in dem Buch. Es spielt in Deutschland und macht somit 2 weitere Punkte auf der Reiselust-Challenge. Dann haben wir ein Reread, Wolf Schreiner, Heiligenschein, ein Krimi aus dem Bayerischen Wald. Der 4. Band der Pfarrer-Senner-Reihe habe ich gemeinsam mit der Claudia von Claudias kleine Welt gelesen. Zum ersten Mal habe ich es ja 2015 gelesen. Wieder ein schöner Krimi rund um Pfarrer Senner. Die Reihe wird ja leider nicht fortgesetzt. Da warte ich jetzt schon seit 2014 habe ich das gelesen, genau. Und seit 2016 warte ich da schon auf eine Fortsetzung. Aber ich habe es mittlerweile aufgegeben. 5 Sterne und 2 weitere Punkte auf der Reiselust-Challenge. Wenn ihr mehr zu dem Buch wissen wollt, schaut auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es bereits eine Rezension dazu. Mensch. Dann habe ich gelesen Uwe Ittensohn, den Klostertod. Ein Krimi aus dem Gmeiner Verlag. Der stand nicht auf meiner Want-to-Read-Liste. Ich habe es als Ersatz genommen, denn das Luzerner Gabelfrühstück, was ich eigentlich draufgesetzt habe, da habe ich reingelesen, aber gemerkt, nee, ist nicht meins. Hat mir nicht so gefallen, darum habe ich das Buch dafür draufgenommen. In einem Kloster in Speyer stirbt eine Nonne unter mysteriösen Umständen. Die Polizei ist sich sicher, der Täter ist unter den Nonnen zu finden, stößt aber auf eine Mauer des Schweigens. Privatermittler André Sartorius und die Studentin Irina untersuchen den Fall auf eigene Faust. Irina lässt sich sogar undercover ins Kloster einschleusen, quasi als Novizin, und versucht so, von innen her zu ermitteln. Doch sie hat so ihre gewissen Probleme mit den Gepflogenheiten im Kloster.
was zu mehreren amüsanten Szenen führt. Aber so gut sich die Story auch angehört und gelesen hat, das Ende hat mir nicht so gefallen. Vor allem auch das Motiv, was dahinter steckte, und das Ende allgemein hätte man mehr draus machen können, finde ich. Daher 4 von 5 möglichen Sternen für den Klostertod. Und wieder 2 Punkte auf der Reiselust-Challenge. Dann haben wir mein Monatshighlight: Christiane Franke und Cornelia Kunert. Es muss nicht immer Lapskaus sein. Der 9. Fall für Rudi, Rosa und Henna. Hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht beim Lesen. Da gibt es bereits auch eine Rezension. Dorfpolizist Rudi macht gerade Urlaubsvertretung auf Spiekeroog, als ein toter Pottwal an den Strand gespült wird. Wenig später wird neben der Leiche neben dem Wahlkadaver die Leiche eines Lehrers entdeckt. Und wieder viel Arbeit für das liebenswerte Trio. Und ich freue mich jetzt schon total, wenn nächstes Jahr dann der 10. Fall für die drei wieder rauskommt. Es ist eine absolut klasse Reihe. Auf meinem Kanal habe ich alle Bücher der Serie schon rezensiert. Also wenn es euch interessiert, schaut da einfach mal vorbei. Und last but not least, also das sind übrigens wieder 2 weitere Punkte jetzt hier auf der Reiselust-Challenge. Und last but not least habe ich noch einen Abstecher nach Österreich gemacht. Das war ein Rezensionsexemplar von meiner Verlag, nämlich Helmut Scharner, die Mostbarone. Dazu werde ich jetzt dann auch gleich noch eine Rezension abdrehen. Ein Krimi, der mir viel Spaß gemacht hat beim Lesen. 4 Sterne habe ich dem Buch gegeben. Franz Heider, Primus des Vereins der Mostbarone, wird von seinem Mostheurigen erschlagen aufgefunden. Die Tatwaffe ist die Mostflasche eines Konkurrenten, der dadurch natürlich sofort unter Verdacht gerät. Aber ist dieser erste Verdacht auch der richtige? Mehr dazu in meiner Rezension. Ein ganz netter Krimi, aber ich finde, ein bisschen mehr Spannung und Pfiff hätte die Story noch vertragen. 4 Sterne hat das Buch von mir bekommen. Und da es in Österreich spielt, sind es 3 Punkte auf der Reiselust-Challenge. Also, 4 mal 2, einmal 3, macht insgesamt 11 Punkte. Und somit stehen wir jetzt insgesamt bei 25 Punkten auf der Reiselust-Challenge. Finde ich bisher nicht schlecht. Mal schauen, wie sich's mit der Challenge im Laufe des Jahres dann noch so entwickelt. Ein Buch von meiner Want-to-Read-Liste habe ich jetzt nicht geschafft, weil jetzt eben noch dieses Rezensionsexemplar reinkam. Das war der Mord im Hotel Sacher. Aber den werde ich, denke ich, jetzt dann im nächsten Monat anpacken. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, dann auf diese Story. Also, wir hören uns in einem meiner nächsten Videos dann wieder. Bis dann, Meier 3007.